Ja, die letzte Ackerkultur, die wir dieses Jahr im Programm haben, die Sojabohne. Da stehen wir hier auf einem Feld. Das haben wir auf mehreren Feldern verteilt. Insgesamt haben wir davon knapp 6 Hektar Saatgutvermehrung, die Sorte Sphinxa für die ZG Reifeisen. Und ja, wenn wir uns jetzt die Bestände hier anschauen, das ist also zweimal gehackt worden, keine Handarbeit bis jetzt drin, dann sehen wir, dass auch hier der Unkrautdruck, also auch mit einer, wie soll ich sagen, sehr einfachen Hacke, keine Hightech-Hacke, es wurde auch nicht blind gestriegelt oder sowas. Und ich bin also auch hier sehr zufrieden. Die Flächenrotte war nicht einfach. Wir sehen es also auch hier, da liegen noch die Reststücke vom Kleegras. Und es war auch hier an ein Blindstriegel nicht zu denken, weil einfach die, wie soll ich sagen, die Schollen da noch zu groß waren. Es hat in der Zwischenzeit einmal drauf geregnet, dann wurde nochmal, also vor dem zweiten Hacken, und dann sind die Schollen auch dann nochmal etwas zerfallen. Die Sojabohnen wurden auch gesät am 21. Mai, gleicher Tag wie der Mais. Wir sehen, dass sie also hier jetzt gerade die ersten Blüten ansetzen. Und also ich bin zufrieden, wir hatten etwas mit Hasen zu kämpfen, also einige Fraßschäden. Tauben waren überhaupt kein Problem, also das haben wir mit dem Corvus CC, das ist ja ein feinstoffliches Mittel zur soll ich sagen, Vogelabwehr der Vogelvergrämung, Krähen und Tauben haben also super im Griff gehabt. Also da war null Ausfall. Und ansonsten, ja, hier die Sojabohnen. Ich bin bis jetzt absolut zufrieden. Wenn es jetzt noch ein, zweimal regnet, dann bin ich also sehr zuversichtlich, dass das ein schöner Bestand gibt. So viel also für heute. Stand Halbjahr, und ja, so präsentiert sich der Bestand. Und so darf ein Bestand auch mal aussehen. Die eine Reihe, die hier fehlt oder die beschädigt ist, das hängt damit zusammen, dass der Reihenabstand 50 cm mit unserem Spurabstand von der Feldspritze, ich habe also eine Feldspritze, Nachläufer, nicht übereinstimmt, und von daher muss alle 15 Meter eine Reihe mal, ja, praktisch herhalten. Ich hoffe, dass wir das in Zukunft auch noch anpassen können. Vielen Dank, so viel bis heute und später mal mehr. Tschüss. Ja, und übrigens, ich habe ja eben auch noch einige Hektar Grünland. Und also hier sehen wir jetzt gerade, weil heute wird jetzt gerade der zweite Schnitt geholt. Das ist ein Feld mit Kleegras am Ortsrand, und das wird jetzt gerade abgerollt. So viel zu unseren Kulturen jetzt dieses Jahr.